Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV. Nochmal ein herzliches Hallo in die Runde zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel. Morgen Abend haben wir die BSG Chemie Leipzig hier zu Gast. Uns erwartet eine pickepackevolle GGZ Arena, aktueller Vorverkaufsstand 8500 Tickets, die schon an den Mann gebracht werden konnten. Also tatsächlich eine richtig, richtig coole Kulisse. Flutlicht ist an. Ja, Fußballherz, was willst du mehr? Würde ich dann auch gleich so den Einstieg an unseren Trainer übergeben, Rico. Das macht doch Spaß und auch Vorfreude. Absolute Vorfreude. Es ist ein Fußballfest. Morgen Abend, dann noch 19.30 Uhr. Das geht ja in Richtung Europapokal-Feeling. Und dann auch gegen eine Top-Mannschaft, Chemie Leipzig. Für mich so ein bisschen auch ein Geheimfavorit für die Meisterschaft, die ja, also ein bisschen unter dem Radar fliegen. Und das ist natürlich schon auch für uns ein tolles, tolles Spiel, um es zu zeigen, zu beweisen, wieder ein paar Dinge besser zu machen, als wir es in Cottbus gezeigt haben, wo ein paar Sachen ganz gut waren, aber auch ein paar Dinge, die wir hätten vielleicht auch wieder besser machen können, um dann schlussendlich einen Punkt zu holen. Und das ist natürlich auch eine, jetzt mal für auch die Stadt Zwickau. Ich hatte mir kurz mal die Statistik her angeschaut, die mir der Daniel gezeigt hatte, wie so die Zuschauerentwicklungen waren der letzten Jahre oder der ersten Jahre, wo dann die Arena gebaut worden sind. Da sind wir ganz, ganz vorne jetzt mit dabei. Mit dieser Zuschauerzahl 8,5, es wären vielleicht 9, nicht nur vielleicht, wahrscheinlich 9, eher 10. Und das ist natürlich auch für die Jungs, für den Yannick und für seine Jungs, die dann auch morgen mit powern. Und wir müssen rattern morgen, rattern, den Kopf oben behalten, mit Herz, mit Leidenschaft Fußball spielen, auch diesen Funken, den man dann auch spürt, wenn du dann rausgehst aufs Feld, in die Erwärmung. Da geht das ja schon, dieses Gewaber los und diese Unruhe und dann Anpfiff. Und da brauchen wir auch diesen Funken vom Publikum aufs Feld. Aber da sind wir hauptverantwortlich. Wir sind dann auch die Entertainer, um das dann auch schlussendlich auch wieder rüberzubringen gegen den sehr, sehr guten Gegner. Ja, und wer steht denn dafür zur Verfügung? Wer nicht? Gib uns ein kurzes Update, wie es ausschaut in der Mannschaft, personell. Es stehen alle zur Verfügung, außer Albe. Albe ist nach wie vor krank. Dort müssen wir Safety First gehen. Hat er einen Rückschlag gehabt von seiner Gehirnerschüttung, Hansa Rostock. Liegt ja schon fast wieder 2 Wochen zurück oder 2,5 Wochen. Und da gibt es noch kein Go vom Docky. Erst nächste Woche, wenn wir überhaupt drüber nachdenken können. Ansonsten sind alle drin. Und das Positive aus dem Cottbus-Spiel ist ja zum Beispiel, dass Lukas Will, ein Mike Könnecke, ein Theo Martens, die verletzt krank waren, auch ein Sani Zima hat gespielt, ein Veron de Bruna, dass wir ja auch mit diesen Wechselungen dann auch nochmal eine Statikveränderung und einfach nochmal so ein anderes Spiel gesehen haben auf dem Feld. Und das nehmen wir natürlich auch mit. Und auch hier vorweg, Benjamin Lehneis steht im Tor. Da gab es ja auch Fragen, vielleicht davor, oder warum steht denn jetzt Lehneis im Tor und nicht Hiemann? Und ich möchte da an unsere Fans appellieren, genauso wie ich es auch in die Mannschaft reingegeben habe. Der Benjamin braucht morgen von der gesamten Community absolute Unterstützung. Ja, ich habe das ja dann nach dem Spiel, waren wir dann auch in der Kurve drinne, und da ging das auch Torwart, und da müsst den einwechseln. Wir haben das klar kommuniziert vor dem Rosswein-Spiel, dass beide, da gibt es keine ganz klare Nummer 1 aus den Spielen. Wir hatten ja 6 Spiele vor dem Rosswein-Spiel, jeder hat 3 Spiele gemacht. Die statistischen Werte waren relativ gleich, Punkte, Tore. Natürlich gibt es auch eine subjektive Wahrnehmung und Einschätzung, auch der Trainer. Aber für mich schlussendlich gab es jetzt noch zu dem Zeitpunkt nicht die ganz klare Nummer 1. Der hat die nächsten Spiele es verdient, zu 100% im Tor zu stehen. Und da habe ich das mit den Jungs, aber dann habe ich das auch der Mannschaft mitgegeben, vorweg schon, dass Benny Lehneis die Spiele Rosswein als Pokalspiel, aber vor allen Dingen dann die großen Spiele, die Punktspiele, Cottbus und Chemie Leipzig spielt, also 2, und dann im Anschluss der Lukas Hiemann, die nächsten 2, nämlich mit Back und mit Chemnitzer FC. Und dann hatten wir das so
zurechtgelegt, dass wir dann in der Länderspielpause oder Pokalwochenende dann einen Ticken weiter sind, hoffe ich, zu sagen, der Junge hat aktuell klar die Nase vorn und der spielt dann auch bis zum Ende der Hinrunde dann auf der Eins. So sieht's aus. Okay, soweit. Vielen Dank. Dann steigen wir ein mit euren Fragen, bitte. Ich habe schon mal eine Nachfrage. Es ist ja trotzdem dann schon etwas ungewöhnlich, dass man jetzt bis dann nach dem 11. Spieltag erstmal dann die vielleicht Nummer 1 gefunden hat oder bis dahin Zeit lässt. Wird jetzt parallel vielleicht trotzdem auch nochmal im Hintergrund geschaut, ob vielleicht auch ein vereinsloser Torhüter auf dem Markt ist, der dann als Nummer 1 noch kommen könnte? Nein. Nein. Ja, so, da muss man, das war ja so die Herangehensweise im Sommer, wo ich mit Robin, wo wir zusammensaßen, Kaderplanung, so, und wir hatten uns dann für den Benjamin Lehneis schlussendlich entschieden. Aber der Eindruck hat uns dann das gegeben, dass es eben nicht die ganz klare Nummer 1 ist. Da sind wir auch immer, wir müssen auch die Menschen ein bisschen schützen vor sich selbst, aber auch vor den Entwicklungen. Und beide haben ihre Stärken. Und wir denken jetzt überhaupt nicht nach am Markt. Wir haben sowieso kein Geld, dort einen Torhüter nachzuverpflichten, überhaupt nicht. Das sind zwei gute Torhüter, die absolutes Entwicklungspotenzial haben. Und wir machen das jetzt so, wie ich es gesagt habe und hoffe und wünsche mir auch speziell auch für den Benjamin morgen Abend, dass er ein tolles, gutes Spiel macht mit seiner Mannschaft. Und das Ziel ist es natürlich, vor so einem Publikum, vor so einem fast oder wahrscheinlich ausverkauften Hause das Spiel zu gewinnen. Frage an Janik. Was? Trotz deines jugendlichen Alters bist du ja jetzt in der Mannschaft, du gehörst zu den alten Hasen, sind schon ein paar Spiele absolviert, wir haben das verfolgt. Wie siehst du die Entwicklung, wie siehst du das Zusammenspiel der Mannschaft? Ja, also wir sind ja alles sehr junge Kerle, wir haben ein, zwei Ausreißer, die viel Erfahrung mit reinbringen. Natürlich, weil wir alle jung sind, weil wir alle wollen, wir geben im Training Gas, ist das Entwicklungspotenzial jetzt schon in den ersten Wochen zu sehen, dass es da deutlich nach oben geht. Vielleicht diese anfänglichen jugendlichen Schwierigkeiten mit der Abstimmung, Kommunikation werden immer besser, das sieht man auch. Im Training gibt es Feuer und ich bin absolut zuversichtlich, dass wenn wir so weiterarbeiten, dass es dann auch im Laufe der Saison weiterhin erfolgreich bleibt. Und vor allem, dass wir dann jetzt am Wochenende, wenn alle Gas geben, was definitiv der Fall sein wird, dann hier 3 Punkte holen können. Ich gehe mal davon aus, wenn du auch heute hier in der Pressekonferenz sitzt, dass du vielleicht den Kapitän dann morgen mimst, weil der Davy Frick ja sicher noch gesperrt ist. Habe ich da. Stich. Wie fühlst du dich in der Rolle? Ja, also ich meine, deswegen zählt hier jetzt meine Leistung nicht mehr als die von jedem anderen Spieler auf dem Platz. Natürlich ist da ein bisschen mehr Führungsrolle gefragt oder Fingerspitzengefühl. Wann baust du jetzt einen Jungen vielleicht auf? Wann rufst du mal was rein, pushst die Mannschaft? Aber das wird so kommen, wie es dann letztlich kommt. Und ich bin absolut zuversichtlich, dass meine Leistung dann, wenn sie an dem Tag stimmt, dazu beitragen kann, wie auch die eines jeden anderen, dass wir dann als Team erfolgreich sind, weil nur das zählt. Ich habe noch eine Frage wegen Mike Königke. Ist er eventuell auch ein Kandidat dann für die Startelf oder ist er noch nicht so weit? Ja, bei den verletzten Spielern, die jetzt hier im Training sind, müssen wir wirklich vorsichtig machen. Also Vorsicht im Sinne von, natürlich haben wir morgen Abend Spiel. Aber ein Mike war 2 Monate nicht dabei. Ein Lukas Böhl 6 Wochen, ein Sani Zieber über 3,5 Monate. Guteo war jetzt hier über 10 Tage außer Gefecht gesetzt. Und die Lehre ist auch ein Stück weit immer auch weniger als mehr. Natürlich müssen wir es abwägen. Morgen Abend haben wir ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Wir brauchen eine Top-Verfassung. Wir brauchen eine Top-Leistung, also eine Schnittleistung. Das ist die Basis. Und dann brauchen wir 3, 4 Jungs, die wirklich morgen über sich hinausgehen. Und der Mike ist jetzt wieder im Training, hat das ja auch am Sonntag gezeigt, dass er wieder hergestellt ist. Und da muss man jetzt mal gucken, so die Überlegungen, was haben wir zu erwarten? Und wir treffen ja auf eine Mannschaft, ich hatte es eingangs gesagt, Geheimfavorit für mich,
ist eine erwachsene Mannschaft, spielen reifen Fußball, unspektakulär, aber auch mit Durchschlagskraft und eine reife Mannschaft. Wir sind eine junge Mannschaft. Ich hatte es vor dem Cottbus-Spiel, ja, da hatten wir mal den Altersschnitt. 23 Zwickau gegen 28 Cottbus. Ja, und morgen wird es nicht viel anders sein. Und das müssen wir dann austarieren, was brauchen wir von der Bank und was können wir sofort reinfeuern, ohne dass wir uns Zeit lassen, sondern das muss ja ab der ersten Minute online gehen. Gut, dann würde ich mal eine Frage von den Kollegen Lars Preußer von der Bild-Zeitung einfließen lassen, der leider verhindert ist und mich gebeten hat, die Frage trotzdem hier in der Runde zu stellen. Und zwar ist eine Frage zu Yannick Vogt. Was macht Yannick Vogt für die Mannschaft so wertvoll, dass er bereits im Alter von 20 Jahren Kapitän sein kann, wie in Cottbus als Stellvertreter, wie eben vorhin angesprochen, für Davy Frick? Machen wir. Ja, ich möchte jetzt das auch nicht so hoch angebunden sehen. Ja, der Yannick hat es ja auch selber jetzt schon richtig gut mitgegeben. Entscheidend ist erstmal die eigene Leistung. Ja, und die Binde ist das Verbindungselement zur Mannschaft, zu den Kollegen. Und den Yannick habe ich jetzt ja ein paar Mal jetzt in der dritten Liga noch gesehen, wo ich das eine oder andere Spiel mir angeschaut hatte hier in Zwickau in der dritten Liga noch. Jetzt habe ich ihn näher kennengelernt. Ist ein junger, intelligenter Mann, der mit seiner Dynamik, mit seiner Schnelligkeit, mit seiner auch guten Spielfähigkeit enorm Einfluss nehmen kann in unser Spiel. Er weiß auch, dass da ist er noch nicht am Ende. Da erwarten wir beide oder wir gemeinsam noch, dass da noch der eine oder andere Sprung kommt. Der wird auch definitiv kommen. Und diese Kapitänsbinde soll jetzt nicht die Last sein, sondern eher eine Lust. Weil es ist eine Ehre, es ist auch eine Ehre, eine Auszeichnung, weil wir haben mit Frick, David, mit Davy Frick, Fricker, der Fricker, Kapitän, erfahrenen Spieler, so der Mike, als war dort zu dem Zeitpunkt, war noch nicht klar, wo die Reise hingeht. Und dann habe ich schlussendlich, haben wir uns die Dinge so zurechtgelegt, auch ich jetzt so für mich, zwei junge Leute, junge Menschen, die mit dem René Rütter, Kapitäns erfahren aus Hannover, und den Yannick aus FSV Zwickau, alt, dritte Liga, absolutes Entwicklungspotenzial, jung, dynamisch und erfolgreich ranzunehmen und diese Struktur dann hinter den Fricker, dort zwei, die dort hinten schieben. So, und da wünschen wir uns eine gute Entwicklung und vor allen Dingen für morgen Abend ein Top-Spiel, Yannick. Ohne das zu groß zu machen. Ja? Definitiv. Ich finde es immer schön, wenn es schon das eigentlich perfekte Schlusswort gibt. Dennoch die Frage, habt ihr weitere Dinge, die wir hier besprechen müssen? Dies nicht der Fall ist. Danke ich euch für euer Erscheinen. Wünsche euch, hätte ich beinahe schon gesagt, einen guten Start ins Wochenende. Aber wir sehen uns ja morgen vorher noch. Dann ja, bis morgen hier an dieser Ort, an diesem Ort, an dieser Stelle. Bis dahin. Danke. Tschüss. Dankeschön. Danke. Tschüss. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.